Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 242. Video, in dem ich die Grundberechnungen zur Trigonometrie, Dreiecksberechnung, einmal fortsetze. Heute geht es um ein etwas schwierigeres Beispiel, und zwar um das Beispiel, wie ihr seht, ich habe zwei Seiten gegeben, Seite, Seite und einen Winkel, der nicht von den zwei Seiten eingeschlossen wird. Also in diesem Falle Seite A ist 6,9 Zentimeter, Millimeter, Meter, Kilometer, Parsec, Lichtjahre ist egal, C gleich 5 und Gamma gleich 34 Grad, und ihr seht C und Gamma, das ist jetzt die kleinere Seite und hier kleinere Seite, kleiner Winkel. Das spielt gleich noch eine Rolle. Es gibt prinzipiell erst einmal, ich hatte in den anderen Videos ja schon gesagt, wir benutzen Sinussatz, Cosinussatz und in rechtwinkligen Dreieck Sinus Alpha gegen Kathete durch Hypotenuse, Cosinus Alpha an Kathete durch Hypotenuse. Und Sinus Quadrat Alpha plus Cosinus Quadrat Alpha gleich 1, also alle Formeln der Trigonometrie. Und ihr seht hier, ich habe hier einmal zwei Lösungen aufgeschrieben. Und zwar gehen wir einmal ganz normal rein, weil wir die Seite A kennen, die Seite C und den Winkel Gamma, wähle ich einmal die Formel des, eine Formel aus dem Sinussatz, und zwar Sinus Alpha durch Sinus Gamma gleich A durch C. Das löse ich einmal nach Sinus Alpha hinauf und dann kriege ich raus, Sinus Alpha ist gleich A durch C mal Sinus Gamma. Und wenn ich jetzt A und C und Gamma einsetze, dann kriege ich zwei Möglichkeiten heraus. Einmal Alpha 1 gleich 50,5 Grad, und das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein halbes Dutzend Mal gesagt, die Winkelbestimmung über Sinus Alpha ist im Bereich von 0 bis 180 Grad nicht eindeutig. Das heißt, ich bekomme zu einem Wert, Sinus Alpha gleich 0,4 meinetwegen, kriege ich immer, der Rechner zeigt mir immer nur den kleineren Wert an, und ich muss den Komplementwinkel zu 180 Grad prinzipiell als zweite Möglichkeit berücksichtigen. Deshalb liefert mir der Taschenrechner Alpha 1 etwa 50,5 Grad, und 180 minus 50,5 Grad ist Alpha 2 gleich 129,5 Grad. Und ihr seht jetzt an dieser Stelle, leider ist erstmal beides möglich, denn der Winkel Gamma ist ja kleiner als 90 Grad, also habe ich hier 34 Grad plus 129 Grad, da bleibt immer noch was für Beta übrig. Und wenn ich dieses Gamma nehme und Alpha 1 50 Grad, dann habe ich 84 oder was, da bleibt noch was für Beta übrig. Deshalb muss ich jetzt diese Rechnung zweimal fortführen, einmal mit Alpha 1 und einmal mit Alpha 2. Da ich jetzt Gamma habe und Alpha, rechne ich das Beta aus, und zwar einmal Beta 1, nämlich Beta 1 mit dem Winkel Alpha 1, kriege ich für Beta 1 95 Grad raus. Und wenn ich das mit Alpha 2 mache, kriege ich für Beta 2, also 180 Grad minus Gamma minus Alpha 2, 16,5 Grad raus. So, damit gehe ich jetzt einfach mal weiter. Und zwar habe ich jetzt immer Gamma ist auf jeden Fall 34 Grad, A ist auf jeden Fall 6,9 und C ist auf jeden Fall 5. Jetzt habe ich einmal Alpha mit 50,5 und Beta mit 95,5 und Alpha 2 mit 129 und Beta 2 mit 16,5. Um jetzt die Seite B auszurechnen, wähle ich wieder den Sinussatz, und zwar B durch C wie Sinus Beta durch Sinus Gamma. Das löse ich nach B hin auf, kriege ich B gleich C mal Sinus Beta durch Sinus Gamma. Und jetzt seht ihr, ich habe hier Sinus Gamma ist eindeutig, nämlich 34 Grad, Sinus 34 Grad, das C ist 5. Und für Sinus Beta muss ich jetzt einmal Sinus Beta 1 einsetzen, 95 Grad. Dann kriege ich für B1 8,9 heraus. Und dann muss ich hier einmal für Beta Beta 2 einsetzen, 16,5. Und dann kriege ich für B2 ups, 2,5 heraus. Damit bin ich fertig. Ich habe also im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ob beide Möglichkeiten auch korrekt sind, das prüfen wir gleich auf der zweiten Seite nach. Man hätte diese Rechnung auch anders machen können. Und zwar, wir gehen noch einmal zurück vom Anfang. Es könnte ja sein, dass jemand sagt, ich möchte jetzt nicht mit dem
Sinussatz anfangen, so wie hier, sondern ich bin eigentlich ein Freund des Kosinussatzes und ich möchte gerne mit dem Kosinussatz anfangen. Das ist hier auch möglich. Und zwar, ich kenne hier A und C und Gamma. Dann nehme ich also diesen Ansatz. Ihr seht, c² gleich a² plus b² minus 2ab mal Cosinus Gamma. Das c kenne ich, das a kenne ich und Gamma kenne ich. Und das b kenne ich nicht. Jetzt setze ich einmal alle Zahlen ein. So. Wenn ich jetzt alle Zahlen einsetze, kriege ich für das c² 25, das a² 6,9 zum Quadrat, das b² kenne ich nicht, minus 2 mal a, 2 mal 16,9, 6,9 sind 13,8, b mal Cosinus 34 Grad. Und jetzt habe ich das schon hier so ein bisschen zusammengefasst. Ich habe die Quadrate alle ausgerechnet und dann kriege ich raus, minus 22,61 ist gleich b² minus 11,44b, das ist die 6,9 Quadrat, habe ich auf die linke Seite gebracht. Das gibt, wenn ich das ordne, eine quadratische Gleichung in b. Und jetzt seht ihr, fängt diese Lösung an, ziemlich schwierig zu werden, denn ich habe eine quadratische Gleichung in b mit schrecklichen gerundeten Zahlen. Und da muss ich jetzt nach der PQ-Formel, das habe ich hier einmal vorgemacht, jetzt diese verschiedenen b's ausrechnen. Also halber Faktor von b minus 11,44 geteilt durch 2 mit anders gewählten Vorzeichen sind 5,27 plus minus Wurzel aus 72 zum Quadrat minus 22,61 ergibt 10,11 und so weiter und so weiter. Und dann kriege ich zwei Lösungen für b raus. B1 ist 8,9 und b2 ist 2,5. Jetzt wird jemand sagen, wieso, das haben wir doch links schon. Klar, die Lösung des Bs ist natürlich nicht vom Rechenweg abhängig. Aber ihr seht, ich habe jetzt die ganze Spalte schon vollgeschrieben und ich habe erst die zwei Bs rausgekriegt. Was ich noch nicht hier rechts ausgerechnet habe, das sind die Betas. Die stehen ja hier, die habe ich hier noch gar nicht ausgerechnet. Und die Alphas habe ich auch nicht. Das heißt, dieser Weg, den ich hier gemacht habe, ist jetzt im Vergleich nicht zu empfehlen, weil der viel zu umständlich ist und rechnerisch aufwendig. Also, ich wollte das nur mal zeigen, dass man zwar verschiedene Wege einschlagen kann, aber dass ein Weg ohne weiteres ziemlich kompliziert ist. Woran liegt das? Ich würde prinzipiell, das liegt so ein bisschen an dem Kosinussatz, da ist ja ganz viel, sind ja ganz viele Quadrate und sobald hier bei dem Kosinussatz ein Quadrat, ich sag mal, übrig bleibt, das man ausrechnet, sei es C oder A oder B, kriegt man immer eine Wurzel. Bei A und B kriegt man sogar eine PQ-Formel, weil das A und B hier nochmal als Faktor vorkommt. Also eher immer versuchen mit dem Sinussatz und dann, wenn das nicht geht, mit dem Kosinussatz. So, wir haben jetzt hier zwei Lösungen rausbekommen und das gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Ich habe das hier einmal eingetragen. Die erste Lösung sieht folgendermaßen aus. Ich habe den Winkel Alpha mit 50,5, den Winkel Beta mit 95,5 und den Winkel Gamma mit 34 Grad. Dazu gehört B 8,9, C 5 und A 6,9. Jetzt seht ihr hier dem größeren Winkel oder dem größten Winkel liegt auch hier die größte Seite gegenüber. Das heißt, das ist eine korrekte Lösung, die auf jeden Fall richtig ist. Wenn ich jetzt die zweite Lösung eintrage, habe ich Alpha ist 129,5, Beta ist 16,5 und Gamma ist 34 Grad und die entsprechenden Seiten waren Seite A ist 6,9, Seite C ist 5 und Seite B ist 2,5. Hier seht ihr, dass dem größten Winkel auch die größte Seite gegenüber liegt. Das heißt, auch diese Lösung ist korrekt. Zusammenfassend kann ich euch sagen, im Falle, dass zwei Seiten und ein Winkel gegeben sind, kann es, so wie ihr gesehen habt, zwei verschiedene Lösungen geben. Es kann aber auch nur eine Lösung geben. Oder aber es ist tatsächlich möglich, dass es gar keine Lösung gibt. Also bei zwei Seiten und einem Winkel muss man ein bisschen aufpassen. Ja, das wäre Seite, Seite, Winkel. Und im nächsten Video 243, da stelle ich
Da stelle ich ein paar Aufgaben vor, und zwar, ihr hört mich blättern, da stelle ich insgesamt fünf Aufgaben vor, leichte und schwierige. Einige sind sehr schwierig, und in den folgenden Videos werde ich dann ganz ausführlich und langsam und deutlich Musterlösungen zu diesen fünf Aufgaben vormachen. Wenn euch das gefallen hat, dann schaltet ihr mich wieder ein und empfehlt mich weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, verschweigt ihr meine Existenz. Aber ich denke positiv und freue mich darauf, dass wir uns wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss.